Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir, wie jede Folge, machen weiter. Gucken, was das Ödland noch so bringt. Und, ja. Sehen mal, was hier so lästiges passiert. Als erstes gehen wir aber hier erstmal zum Canyon Wrack. Ich weiß gerade gar nicht, ist das von einem die. Wow. Oh, süß. Ist das von der einen DLC? Oder täusche ich mich da gerade von irgendwas? Es gibt irgend so einen Wrack für einen DLC Splittergranaten. Ja, ne, warum nicht? Okay, die wurden hier mit Fleisch und Bohnen ein. Eigentlich. Irgendein Wrack für einen DLC, aber ich glaube, also es ist Lonesome Road, aber. Nicht sicher, ob das das ist. Oh oh. Schade eigentlich. Ja, aua. 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 Was? Lonesome Mode. Ja, meine ich ja wohl. Also ist das das doch. Gucken. Oh, MRE. Hunger? Minus 484, was? Zur Kluft reisen. Ja, wenn ich das mache, dann ist blöd. Dann gehe ich lieber zu Lone Wolf Radio. Da werde ich nicht hin können. Also machen wir heute den See. So. Weil ich hatte. Ach komm. Ich hatte nämlich nicht vor, die. Lonesome Road direkt zu starten. So, hier ist der Ivanpa-Trockensee. Eigentlich ist das ganze Ding hier der Ivanpa-Trockensee. Der ist halt jetzt schon auch in Wirklichkeit trocken, nicht nur nach der Apokalypse. Und hier sind ganz viele von diesen Kakerlaken. Und wer ist das denn? Ach, das ist ein Schakal. Was macht denn der hier? Ich bezweifle, dass er es überleben wird. Wow, schießt du nicht? Junge, das war dein Tod. Wir hätten uns einigen können. Möglicherweise. Wahrscheinlich nicht, aber. So. Und dann gibt es hier noch diese Rennstrecke da hinten. Man sieht schon das Startziel. Cut. Das Startzielschild. Das ist halt eigentlich nichts anderes als die Rallye Dakar in Las Vegas. Gibt's, glaube ich, ja auch in Wirklichkeit. Hier ist auch nichts mehr als Ameisen. Das ist nice. Ja. Machen wir das jetzt? Greifen wir die an? Nehmen wir IP, ne? Jack Rabbit Spring des Protectors Den, der Kojotenbau. So viele Sachen, ne? Hallo. Dass die nicht direkt angreifen, ne? So. Na. Ich hab ja auch gehofft. Erwischt. Erwischt. Wie so ein Kleinkind. So, wir gehen erst zum Kojotenbaum. Wir machen das halt echt von unten nach oben. Ey. Danke. So, okay. Hier ist nicht windig.
Hier ist der Hammer. Ich hab richtig gute Sichtweite. Wobei, ne, muss ja halt echt, wenn du in so einer Wüste bist und da ist halt so ein Sandsturm, sagt man ja, ist ja auch sehr gefährlich. Halt, weil in so einem Sturm diese Sandkörner auch so scharf wie Rasierklingen theoretisch sein können. Und du siehst halt nichts, kriegst alles in deine scheiß Lunge rein und... Ja, das ist halt kacke, ne? So. Nichts zu sehen. Doch, Isel, direkt vor mir. Menschenskind. Was soll denn das? Wenn's fertig wird, ne, Veronika? Was wird das? Tot, das Ding. Das hat halt so extra... Wow! Na, hauer weiter. Hei, hei, hei. So, nächstes Level kriegen wir übrigens wieder Perk. Finde ich gut. Hallo. Ja, ich weiß, ganz ruhig, Brauner. Ist eh gleich gut. Kuppeln sie gegnerische Köpfe. Ja, mache ich auch ständig. Das ist immer, wenn ich rede, passiert das. So, können wir da rüber? Ich gehe lieber den normalen Weg. Es ist ein normaler Weg, ist auch nicht ein normaler Weg. Ist einfach nur der erfolgsversprechend aussehendere Weg. Das ist ein Wort. Steht bestimmt so ein Duden. Schon wieder Nacht, ey. Was soll denn das? Und tausende Kojoten wieder hier. Koffer leer. Wow. Hammer. Oh, Kojotenbau. Da ist auch wieder einer mit der Lotterie. Hallo, Veronika. Aber willst du mich verarschen? Du bist meine... Angreifen, los! Psch. Besser als zu warten, bis sie mich abknallen. Aber willst du mich verarschen? Los. Ich sag dir, die soll die angreifen und die macht einfach nichts. Jetzt, ne? Wofür bist du da? Aua. Nein, warum mache ich denn die Netz derzeit? Ich wollte bestimmt so viel Money, von der die ich nicht habe. Mensch, das fängt gerade auf. Ist hier denn noch was? Hier ist einfach nichts. Die haben sie einfach die Textur weggelassen. Breitanhänger. Mensch. Und Lasergewehr kann man mitnehmen. Wo wir gerade schon da sind. Pum. Komm, wir reisen mal nach Pum, um ein bisschen zu verkaufen. Weil unser Inventar ist halt was wieder voll. Na toll. Sprache verdursten. So, Bison Steve. Da müssen wir, glaube ich, gehen wir wahrscheinlich in den ganzen Let's Play nie wieder rein. So, hallo, hallo, hallo. Was machst du hier? Das ist unser Casino, du Penner. Ich sehe ganz sicher nicht. Haben sie diese Leute getötet? Ich sehe uns eher als Kriegsgefangene, die vor der Gefangennahme flüchten konnten. Ich weiß nicht, wie lange die Legion noch braucht, bis sie über den Fluss kommt. Aber wenn es soweit ist, will ich keine beschissene RNK-Uniform tragen. Ihr Gebiet? Sie haben wohl nicht mitbekommen, dass in Pum wieder das Gesetz herrscht. Scheiße, wir sind echt immer die Gearschten. Angeblich sollte in Pum was zu holen sein. Deshalb sind wir hier, um ein paar Trottel auszunehmen. Wir wussten nicht, dass es hier einen Sheriff gibt. Wir wollen nur möglichst weit weg von der RNK.
Und vor allem wollen wir weit, weit von New Vegas weg sein, wenn die Legion über den Fluss kommt. Und das war's? Sie sind auf Mord und Überfälle umgestiegen, um ihre Probleme zu lösen, oder was? Wir werden vom Pech verfolgt, seit wir unser Geld in Vegas verspielt haben. Wir haben uns nicht abgesetzt, um zu Raidern zu werden. Aber wir haben gesehen, was die Legion mit Gefangenen anstellt. Das hat uns jeden Kampfgeist genommen. Und wir haben gehört, dass es oben in New Canaan sicher sein soll. Ja, warum stellen Sie sich nicht einfach? Auf keinen Fall. Wir sind Deserteure und die RNK wird uns sicher nicht mit offenen Armen empfangen, nur weil wir zurückkommen. Na, da sind die ein paar Soldaten mehr als die vier allerdings. Alles kein Problem. Wir sind den Patrouillen aus dem Weg gegangen und haben den Ball flach gehalten. Bis zu dieser Geschichte hier. Es wäre sicherer zu fliehen und sich irgendwo zu verstecken. Vielleicht haben Sie recht. Kommt, Jungs, verschwinden wir, bevor hier noch irgendwelche Gesetzeshüter auftauchen. Ja. Die haben wir jetzt alle umgebracht? Deputy Beagle? Oder was soll denn das? Sie sind alle weg, oder was? Ja, Leute. Howdy, Partner. Ich durchsuche dein Datenregister. Du bist gehackt und was? Während er sich neu formatiert. Okay. Schauen Sie sich das mal an. Diese Datei habe ich in einem verschlossenen Untersystem gefunden. Ja. Danke. Ich will gerne einen Händler haben. Oh. Nett, nett, nett. Ich würde sagen, dann nehmen wir... Gehen wir hier rein, ne? Ich hoffe, die Nashs leben noch. Ja, die Nash leben. Hallo. Hallo. Da. Ja, allerdings muss ich jetzt... Ja, ja, das ist kein Problem. So. Oi, Lasergewehr und, ich habe hier nix. Was ist denn das? Trotzdem Geld und ein paar von diesen Teilen. So, hat der Sachen, die ich brauche? Hier ist mit der aufbereitetes Wasser, Stimpacks, Muni? Was soll denn das? So. Jau. Perfekt. Ein Vergnügen mit... Ja, gerne, aber bringt mir nichts, wenn... die wieder nichts haben hier. Was ist denn das? So, gehen wir zu den Waffenschiebern. Das ist, die haben auch immer was. Die haben immer Geld. Die haben immer Muni. Die haben immer Waffen. Weil ich langsam das Gefühl habe, ich habe die ganze 308 und ganze 50 mm Munition weg. Willkommen, Sir. So, ja. Nice. 308 Panzer brechend. Und das 50 Sprengstoff. So, da hat er nämlich wieder ein bisschen was. Hier kann ich nämlich die Rüstung dann loswerden. Und die Munition, die ich nicht brauche, nämlich. Nehmen wir gerade mal so auf. Achso, oh, falsche Taste. So. So. Ach komm, hier. Perfekt. Bringt nichts. Haben wir noch nicht alles verkauft. Ab zur Caravan Company. Die haben wir noch mal hin da. Das wird halt schwer, langsam die Sachen loszuwerden, weil... Bereit zu sterben. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Leute. Was soll das denn immer? Jetzt, wo Caesar aus dem Weg ist, ist unsere Herrschaft unangefochten. Ja, eure bestimmt nicht von der Crimson Karawane. Hallo, sind Sie... Jo. Der 60, das ist der Hammer.
Der hat auch nix. Ey, was soll denn das? Ich kann hier ein paar Teile werden. Aber was? Jetzt ist die ja keine. Ich kann noch mal nach. Genau, das versuche ich mal. Wo ist es denn? Good Springs da. Nach Good Springs. Vielleicht haben die da mehr. Ich dachte vom kurzen Moment, wäre radioaktiver Sturm, war doch nicht so. Hi. Hab ich mich gefreut. Wow. Was sagst du da mal hier? So. Was tue ich jetzt vielleicht da? Nein. Immer noch nicht. Du, achso, du bist auch nur ein Zettler. Ha. Was war denn das? Hallo. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ja. Oh, der hat Geld, der hat Geld. Ich kann die Scharfschützenkarabiner nämlich verkaufen und Arzttasche und aufbereitetes Wasser und frischen Mais und Stimpex. Super Stimpex. Munition. Ah, schade, hatte keine. Nein. So. Eine Hülse. Waffen. Den Sprengstoff loswerden, so. Geben Sie mir Bescheid. Das ist ja zumindest schon ein gewisser Fortschritt. Das ist so eine extrem teure Waffe verkaufen konnte. Sonny, hi. Hallo, bleiben Sie noch länger in Good Springs? Kann man nicht, schade. Schade, ich dachte, man könnte mal wieder einen neuen Dialog machen mit dir. Ich hätte mal gerne wieder so ein kleines Pläuschen mit dir geführt. Mach dir die Frau, ja. Doc Mitchell. Doc Mitchell, wo sind Sie? Doc? Doki Doc. Doki Doki Doki. Ist hier keiner? Doch, da. Ach Gott. Wie geht es Ihnen? Mir geht es wunderbar. Sagten Sie. Achso. Nee. Da. Nun. 805, naja. Aber ich kann mir hier, ich kann mir die Sachen kaufen, nämlich. So. Das ist gut. Eine Buschbüchse. So. Grob. Grob passt das. Wie viel Geld habe ich? Ich habe 127.000. Über 300 Stimpacks. Ja, ne? Läuft. Läuft auf jeden Fall bei mir. Ist richtig, richtig, richtig hart. So, ich gehe mal gerade zu den Jungs zu denken. Ich mache gerade noch die beiden Punkte und dann. Läuft das? Also einfach das Problem, Rollenspiel, ne? Wir sind immer reich. Das einzige Problem ist, keine Boni. Niemand verkauft jetzt diesen Kack 308er Boni. Ich darf eigentlich echt nicht schießen. Na, was ist denn hier los? Komm ich hier wieder hoch? Oh, ja, hier komme ich rein und raus. Der Devil's Gullet. Das muss irgendwas in Deutsch sein, aber. Ist das eine Anspielung? Ist das eine Anspielung, die ich nicht verstehe? Nee, scheinbar nicht. Kam kein.
Den hätte ich mich nämlich auch gewundert. Goodsprings Höhle. Ah ja. Die ist, glaube ich, unter diesem Berg hier schon. Sind wir gerade drauf. Huch. Da hatte ich mal irgendwie so eine mega verbuggte Quest. Da war irgendwie da ein Enklave-Ding und das hat nicht geklappt. Hä? Hallo, Bockblume. Danke. Weil ich muss diese Dinger mitnehmen, weil ich habe ja nicht genügend Stimpacks, die ich daraus herstellen kann. Hallo. Aua. Ja. Eine Dehydration dazu genommen, na wunderbar. Au, aua. Ich will keine Muni dafür ausgeben. So. So, aua, 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 aua. Das ist so ein Fallout 4, hänge ich glaube ich gerade bei. Ja, hänge ich auch bei knapp 10.000 rum. Glaube ich. Korken. Weil ich auch da halt, ne? Genauso spiele wie überall. Immer auf Geld aus, falls man es in der Not mal braucht. Die teuren, schade. Ja. Also. Die teuren Spezialwaffen, die dann weiter angeboten werden für 30, 20.000 Kokorken, die kaufe ich mir noch nicht, weil dann habe ich ja bitte die Hälfte meines Geldes ausgegeben. Aber wer ist da? Hilfe! Hundis! Mensch. Ist nicht genügend. So, perfekt. Würde ich sagen. Fangen wir von da an quasi. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!